Herzlich willkommen zu einer Vorlesung Ingenieurinformatik. Heute ist das Thema Abarbeiten eines Maschinenbefehls. Wollen wir uns mal angucken, was so grundsätzlich in dieser Rechenmaschine passiert, wenn da ein Befehl abgearbeitet wird. Schauen wir uns mal an, Rechenmaschinen. Also was wir schon kennen, sind ja so Rechenwerke. Also hier zum Beispiel dieses Addierwerk, das haben wir uns ja mal exemplarisch angeguckt. Da oben geht eine Zahl rein, x und y gehen zwei Zahlen rein, also jeweils mit Stelle 0, Stelle 1, Stelle 2. Und unten kommt dann eine Zahl raus, a, ja, mit jeweils Stelle 0, 1, 2 und einem Überlauf. Gut, das Ganze ist ja relativ statisch. Ne? Man legt Informationen an, auf der anderen Seite kommt Information raus. Was wir brauchen, sind aber Abläufe. Ne? Jetzt erinnern wir uns mal zurück an dieses Bild, was ich Ihnen da am Anfang gezeigt habe von dem Speicher. Da hatten wir so zwei Zeiger. Eins ist ein Programmzeiger, das andere ist der Speicherzeiger. Und dieses Programm, ne, das hatten wir in dem Beispiel damals, das läuft ja so lang, also hier in dem Fall diese vier grünen Kästchen lang, und dann springt der Programmzeiger zurück. Das war ja so die ganz grobe Maschine, mit der wir uns überlegt haben, wie das denn in so einer Rechenmaschine aussehen muss. Ja, und wie diese Maschine funktioniert, das wollen wir uns heute mal angucken. Also fangen wir mal mit ein paar grundsätzlichen Begriffen an, also grundlegende Rechnerarchitektur. Also, es gibt eine Zentraleinheit. Das ist hier dieser Kasten. Da wird gerechnet. Und die hat nach außen so, ja, Zugänge. Also einmal kann man hier das Programm eingeben und dann gibt es hier so einen Zugang zu einer Ein- und Ausgabeeinheit. Da wird im Prinzip eingegeben und ausgegeben. Das Ganze ist natürlich irgendwo unten drin im Rechner versteckt. Da wird Eingabe ist zum Beispiel die Tastatur oder eben von der Festplatte gelesen. Ausgabe ist auf die Festplatte schreiben, am Bildschirm was verändern und so weiter. So, diese Zentraleinheit, die ist im Rechner, also in der Rechenmaschine irgendwo drin, besteht aus zwei Teilen, einmal der Hauptspeicher, unterteilt in Programmspeicher und Datenspeicher. Das muss keine physikalische Unterteilung sein. Ne? Das kann sein, dass das ein Speicherbereich ist, der aber quasi einmal als Programmspeicher und einmal als Datenspeicher verwendet wird. Und dann gibt es hier die zentrale Verarbeitungseinheit, ja, Central Processing Unit, ja, CPU, das haben Sie sicher schon mal gehört. Das ist der Teil, wo jetzt die Information verarbeitet wird. Der besteht aus zwei Teilen, einem Steuerwerk und einem Rechenwerk. Rechenwerk, den Begriff kennen Sie schon, das sind die, die wir uns schon angeguckt haben, also Addierwerk und so weiter. Und Steuerwerk ist jetzt das, was dafür sorgt, dass hier ein gewisser Ablauf stattfindet. Schauen wir uns das mal an. Also, ganz grundsätzlich gibt es jetzt mehrere Schritte. Ich habe die hier mal aufgeteilt. Der erste Schritt ist das Fetch. Das heißt, das Steuerwerk holt jetzt aus dem Programmspeicher den nächsten Befehl, der auszuführen ist. Dazu braucht es eine Information, nämlich die Information, wo das nächste Programmstückchen, also der nächste Befehl, zu finden ist. Und dafür gibt es den sogenannten Programmzähler. Also der Programmzähler, da steht drin, lies aus der Stelle XY den nächsten Befehl aus. Und dann macht das Steuerwerk das in diesem ersten Schritt, der heißt Fetch. Ne? Es holt quasi den Befehl. Gut, dann wird dieser, also nachdem der hier jetzt der Programmcounter gesagt hat, also von der und der Stelle im Programmspeicher holen wir uns jetzt den nächsten Befehl, dann liegt dieser Befehl im Current Instruction Register. Na, das heißt also im aktuellen Register für die aktuelle Instruktion. Anweisung im Deutschen, also der nächste Programmbefehl. So, wenn das passiert ist, dann gibt es den nächsten Schritt, der heißt Decode. Das Steuerwerk bereitet nämlich jetzt das Rechenwerk vor. Das Steuerwerk sorgt jetzt dafür, dass abhängig von dem, was wir gerade im Current Instruction Register stehen haben, das Rechenwerk angepasst wird. Das heißt also, wenn da steht addiere, dann wird das Rechenwerk zu einem Addierwerk konfiguriert. Gut, im nächsten Schritt werden jetzt die Daten geholt. Das heißt Read. Fetch holt den Befehl und Read holt jetzt die Daten. Das ist natürlich Teil des Befehls, ist nicht nur addieren, sondern auch was addiert werden soll. Und das kann jetzt im Datenspeicher oder in der Eingabe sein. Das kann ja sein, dass der Befehl ist, lies von der Eingabe irgendetwas, ja, und schreibe es dann auf die Ausgabe meinetwegen oder schreibe es in den Datenspeicher. Dann würde das heißen, im Read-Schritt wird jetzt erstmal irgendwas von der Eingabe gelesen. Und dann ist es im Rechenwerk drin. Und dann wird ausgeführt. Ne? Der Schritt heißt Execute. Das heißt also, jetzt rechnet das Rechenwerk aus, was zu rechnen war. Und dann kommt der Schritt Write. Da
wird jetzt aus dem Rechenwerk, in Abhängigkeit natürlich von dem Befehl, der ausgeführt wurde und was damit zu tun ist, gibt jetzt quasi das Ergebnis zurück. Und zwar entweder auf die Ausgabe oder schreibt irgendwas in den Datenspeicher. Oder, ganz wichtig, es kann auch den Programmzähler manipulieren. Ne? Normalerweise würde man jetzt den Programmzähler immer einen Schritt weiter zählen. Ja, es kann aber auch sein, im Falle eines Sprungs, dass eben der Programmzähler auf einen ganz anderen Bereich gesetzt wird. Ne? Also, dass er im Prinzip das Programm springt. Und dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Ne? Das heißt also, das Steuerwerk holt jetzt aus der Stelle aus dem Programmspeicher, die im Programmzähler steht, den Befehl. Und das kann jetzt der nächste sein, dann ist der einfach um einen erhöht worden. Oder es kann eben auch sein, dass das irgendwie ein ganz anderer ist und dann wurde ein Sprung ausgeführt. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel der Befehl heißt, lies was von der Eingabe und schreibe es an einen bestimmten Bereich im Datenspeicher, ne, dann wird das Steuerwerk entsprechend das Rechenwerk vorbereiten. Das Rechenwerk holt die Daten dann im Execute, im Read-Schritt von der Eingabe, dann wird exekutiert, nichts getan, und dann werden die Daten im Write-Schritt in den Datenspeicher geschrieben. So, das sind ja mal ganz grundsätzlich die verschiedenen Schritte, die ausgeführt werden müssen. So, und das Ganze muss jetzt nicht so sein, dass sie jetzt immer sklavisch hintereinander ausgeführt werden. Das ist nämlich prozessorspezifisch. Beim RISC-Prozessor ist das so, in jedem Taktzyklus, ich habe das hier mal mit diesem Delta T angedeutet, gibt es quasi, wird immer genau ein Befehl abgearbeitet. Ne? Also erster Taktzyklus Fetch, zweiter Taktzyklus Decode, dritter Taktzyklus werden dann die Daten geholt, vierter Taktzyklus wird ausgeführt und im fünften Taktzyklus wird dann geschrieben. So, bei einem sogenannten CISC-Prozessor ist es so, dass man jetzt versucht, höherwertige Rechenbefehle, die also mehrere Taktzyklen brauchen, zusammenzufassen, ja, damit man möglichst wenig oder nicht ganz so oft diesen Read- und diesen Write-Schritt dazwischen schalten muss, weil der kostet ja auch jedes Mal hier vorne, in diesem Beispiel diese vier Taktzyklen, nämlich die drei hier vorne und den einen hier hinten. Gut, dann gibt es noch so zusätzliche Mechanismen, die sich die Prozessorentwickler ausgedacht haben. Dieses Fetch und das Decode und das Read, das macht ja eigentlich im Prinzip immer eine eigene Einheit. Also hat man sich gedacht, man könnte das ja mit sogenannten Pipelines hintereinander legen, dass man eben sagt, es gibt ein Fetch, ein Decode, ein Read, ein Execute und ein Write. Und während quasi dieser Befehl hier oben ausgeführt wird, wird im nächsten Taktzyklus schon der nächste Befehl geholt. Ja? Und dann der nächste. Das Ganze funktioniert natürlich so lange, wie die Befehle im Speicher hintereinander liegen, also wie das Programm linear abläuft. Im Falle eines Sprunges kann das natürlich schief gehen. Im Falle eines Sprunges muss ich sagen, okay, also die nächsten drei, vier, die ich mir schon geholt habe mit dem Fetch, die kann ich jetzt erstmal wieder wegschmeißen und muss quasi die Pipeline wieder von neuem füllen. Dafür gibt es dann noch Mechanismen wie Jump Prediction, also da gibt es eine Logik im Prozessor, die quasi voraussagt, wie wahrscheinlich es ist, dass in den nächsten drei, vier, fünf oder acht Zyklen ein Sprung ausgeführt wird und sich dann entsprechend verhält. Das ist aber dann schon, sage ich jetzt mal, höhere Mathematik oder vielleicht auch schon so ein bisschen Voodoo, das betrachten wir jetzt hier erstmal nicht. Ich habe Ihnen auch mal ein Beispiel mitgebracht, nämlich eine kleine CPU auf Basis von unserem logischen Schaltungsprogramm von einer Registermaschine. Und da ist es so, dass Fetch und Decode in einem Taktzyklus gemacht werden, Read und Execute in einem und das Write in einem dritten Taktzyklus. Es handelt sich hier um ein ganz einfaches Beispiel. Kein wirklicher Prozessor dieser Welt arbeitet so, aber ich habe Ihnen die Schaltung für den Digital Designer auf der Webseite zum Download hingelegt. Und bevor wir jetzt anfangen, müssen wir überlegen, unsere Registermaschine, ne, die mit den vier Befehlen, die hat ja im Prinzip hier vorne diesen Befehlssatz, Increase, Decrease, Test und Halt. Und müssen wir uns mal überlegen, wie man das jetzt in einem Programm notieren würde. Ne? Also wir haben es ja sonst immer grafisch gemacht mit Pfeilen, aber man müsste es ja mal aufschreiben hintereinander, dass man es irgendwie als Programm umsetzen kann. Gut, da fällt also auf, wir haben vier Befehle und die ersten beiden, also das Increase und das Decrease, die haben jeweils einen quasi Parameter, nämlich die Nummer des Registers, auf das der Befehl wirkt. Der Test hat zwei davon, ne? Der hat einmal das Register, auf das er wirkt, und als zweites die Sprungadresse.
Gut, und Halt hat keine Parameter. Wenn wir die jetzt mal aufteilen, dann sehen wir, okay, wir haben im Prinzip ja nur vier Befehle. Wenn wir aber versuchen, immer nur Befehle und Parameter zu haben, die gleich breit sind, dann bietet es sich an, diesen Testbefehl und den Jumpbefehl zu zerteilen. Ne? Dann würde im Prinzip erst getestet und dann würde im nächsten Schritt abhängig von dem Testergebnis gesprungen oder nicht. Ne? Dann könnte man nämlich sagen, ich mache alles gleich breit, ich fange also hier an durchzunummerieren, 0 bis 7 hätte ich dann, dann hätte ich also Increase, könnte ich kodieren als 000, Decrease könnte ich kodieren als 001, Test als 010, Jump als 011 und das Halt als 100. Dann hätte ich noch zwei frei und um jetzt den Bootloader dem etwas einfacher zu machen, könnte man noch hier das 11 als Ende der Eingabedatei definieren. Ne? Also es muss ja nicht unbedingt das mit dem Halt deckungsgleich sein. Es kann ja in einem Programm mehrere Halts geben. Also bietet sich es an, da nochmal einen extra Befehl für zu definieren. Gut, also lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben jetzt quasi 3 Bit verbraucht, in Anführungsstrichen, oder brauchen wir, um den Befehl zu kodieren. Wenn wir das Ganze jetzt in die Breite eines Bytes gießen, dann würden hier hinten also noch 5 Bit bleiben, um hier, also entweder das Register zu markieren oder eben die Zieladresse des Sprungs. Das heißt, wir haben im Prinzip, wenn man das auf einen normalen Rechner überträgt, einen 5-Bit breiten Adressraum. Wir haben 32 Register, die wir adressieren können. Und wir haben zusätzlich, dadurch, dass der Jump ja hier auch limitiert ist, insgesamt immer nur 32 Befehle pro Programm. Ist relativ klein. Dafür kommen wir aber auch mit einem Befehlssatz, der 8-Bit breit ist, aus. So, die Schaltung sieht so aus. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Ich habe mal hier so die wichtigsten Sachen markiert. Also hier ist der Bootloader. Das ist im Prinzip das, was das Programm lädt. Zwischendrin sehen Sie auch mal hier, habe ich diese Anzeigen verwendet, dass man einen leichteren Überblick kriegt, dass man sieht, was da gerade für Werte anliegen. Dann habe ich hier einen Taktgeber, einen Taktteiler. Ja, der Taktteiler macht im Prinzip aus dem Takt, zeigt an, in welchem Takt wir uns befinden. Also im ersten, zweiten oder dritten. Die arbeitet ja in 3 Takten. Dann gibt es hier das Rechenwerk für Test und Jump, da ist der Ergebnisspeicher drin. Ne? Also wir hatten ja gesagt, wir zerlegen den Test und das Jump in 2 Befehle. Erst wird getestet und je nachdem, ob der Test positiv oder negativ war, wird dann im nächsten Schritt gesprungen. Hier in der Mitte liegt die aktuelle Instruktion an, also Current Instruction Register. Das ist der Befehlsdecoder. Der macht jetzt im Prinzip aus dem Befehl, also auf diesen 001, 00, 0, 1, 0 und so weiter, macht der im Prinzip so eine Steuerleitung für jeden Befehl. Dann haben wir hier das Rechenwerk Decrease und Increase. Das kann man umschalten. Einmal zum Addieren, einmal zum Subtrahieren. Das hat einen Eingang und Ausgang. Das ist nämlich dann hier eingehängt. Dann gibt es hier den Datenspeicher. Das ist im Prinzip unsere Register. Und dann liegt hier unten der aktuelle Operand an. Für diejenigen, die sich das mal im Digital Simulator angucken wollen. Ich habe auch nochmal so eine Übersicht der Schaltung. Die Schaltung sieht so aus. Ja, das sind jetzt im Prinzip die Funktionsbausteine, also hier Ergebnisspeicher vom Rechenwerk Jump. Dann liegt hier der aktuelle Operand an. Hier das Rechenwerk Decrease Increase. Ne? Also hier liegt irgendwie eine Zahl an und dann liegt hier hinten, je nachdem ob hier Increase oder Decrease angemacht ist, liegt entsprechend das Ergebnis an. Hier in der Mitte liegt die aktuelle Instruktion, die kommt ja ursprünglich mal aus dem Programmspeicher. Hier ist der Programmzähler, ne? Der wird hier, sehen Sie, beeinflusst von dem Rechenwerk Test Jump, entweder plus 1 oder dass er tatsächlich liest, wo es hingeht. Und hier unten haben wir eben den Taktgeber bzw. Taktteiler. Ne? Sie sehen, erster Takt, zweiter Takt, dritter Takt und je nachdem, was hier gemacht wird, sind hier entsprechend die Werke angeschlossen und hier oben ist der Befehlsdecoder, ne? Das heißt, für jeden, je nachdem, was für eine Instruktion hier anliegt, ist es ja ein anderer Befehl. Und dann gibt es hier oben im Prinzip für jeden Befehl eine Steuerleitung für den Increase, den Decrease, den Test, den Jump und den Halt. So, jetzt schauen wir uns mal so einen Durchlauf an. Fangen wir mal an mit dem Increase bzw. Decrease, der erste Takt. Ja, der Taktteiler zerlegt jetzt unseren Takt und zählt, okay, wir sind im ersten Takt. Das heißt, der Programmspeicher kriegt hier einen Lesebefehl und damit er weiß, an welcher Stelle er lesen muss, liegt ja hier am Programmzähler
liegt ja eine Adresse an. Ne? Das heißt also, mit dieser Adresse und dem Befehl lesen wird hier vorne die aktuelle Instruktion angelegt. Das heißt, hier in diesem aktuellen Instruktionsregister, ne, dieses Current Instruction Register, da ist jetzt die aktuelle Instruktion drin. So, und die liegt jetzt hier am Datenspeicher wieder als Adresse an. Ne? Also die hinteren 5 Bit sind ja die Adresse von dem Datenspeicher. Ja, und die vorderen liegen hier wieder, und die hinteren 5 Bit liegen natürlich auch am Programmzähler an. Es könnte ja sein, dass nachher, ne, das Jump dafür sorgt, dass der Programmzähler gelesen werden soll und nicht um 1 erhöht werden soll. Gut, gleichzeitig liegt die aktuelle Instruktion natürlich hier auch in unserem Befehlsdecoder an. So, und da das ja jetzt hier der erste Takt von dem Decrease-Befehl sein soll, wird im Prinzip die Leitung für das Increase oder Decrease, ich habe jetzt hier ein Beispiel mal Increase gewählt, hochgezogen. So, das heißt also erstmal, das Rechenwerk Decrease Increase weiß Bescheid, es geht also um Increase, das hat ja hier 2 Eingänge, und hier unser Datenspeicher kriegt schon mal angelegt, also wenn jetzt dieser zweite Takt hier noch kommt, dann wird bitte geschrieben, ne, ist klar, also hier hinten kommt ja dann gleich der nächste Wert wieder raus und der liegt ja dann hier als Datum an, das heißt also, wenn hier geschrieben werden soll, und das soll ja im Increase sein, dann müssen die beiden hochgezogen werden. Na gut, erster Takt zu Ende, das heißt, dieses Signal geht wieder auf 0, der Rest bleibt jetzt im Prinzip hier stehen, ne? Also hier an der Stelle hat der Programmspeicher eben die aktuelle Instruktion anlegen und dann liegt es entsprechend überall an. So, im nächsten Schritt, ja, zweiter Takt, ziehen wir hier diese Leitung hoch und jetzt steht hier Lesen. So, oben liegt die Adresse an, also die Adresse aus der aktuellen Instruktion, das sind ja die hinteren 5 Bit der Instruktion. Dann kommt der Lesebefehl, das heißt also, hier liegt jetzt der aktuelle Operand an. Ja, also bitte das, was in dem Register stand, was wir hier, dessen Adresse hier anliegt, das liegt jetzt hier aktuell an. So, und dann liegt es natürlich entsprechend an beiden Rechenwerken als Eingang an. Wir wissen auch, dass dieses Rechenwerk hier im Moment auf Increase kodiert ist. Ne? Der kommt ja, blieb ja vom ersten Takt hier stehen. Das heißt, hier vorne liegt jetzt im Prinzip an der aktuelle Operand plus 1. Gleichzeitig liegt hier das Schreiben an, so dass jetzt im nächsten Takt, ne, der Taktteiler zieht jetzt den dritten Takt hoch, hier auch tatsächlich geschrieben wird. Ne? Also hier liegt der aktuelle Operand an, dann wird dieses Rechenwerk erhöht den um 1. Ne? Ist ja, wir sind ja im Increase-Task. So, und dann springt der hier hoch. Und das heißt, das, was hier anliegt, wird jetzt an die Stelle in den Datenspeicher geschrieben. Ne? Hier liegt ja immer noch die aktuelle Instruktion. Das heißt, an die Stelle, aus der es auch gerade gelesen wurde, wird jetzt 1 höher einprogrammiert. So, damit ist der Befehl Decrease Increase zu Ende. Das Rechenwerk Test Jump hat jetzt hier überhaupt keinen Eingangsbefehl anliegen. Das heißt, es macht einfach hier nichts anderes als den Programmzähler um 1 hochzählen. So, und dann ist es für diesen Durchlauf vorbei. Jetzt kommt mal exemplarisch der Befehl Test. Ja, Befehl Test, da haben wir ja gesagt, der muss im Prinzip hier auf diesen Ergebnisspeicher wirken. Ja, funktioniert im Prinzip genauso. Wir fangen an mit dem ersten Takt. Ja, hier, erstes Signal, ziehen wir hoch. Gelesen wird wieder aus dem Programmspeicher, das kennen wir schon. Das, wo gelesen wird, liegt hier als Adresse an. Ja, aus dem Programmzähler, je nachdem, wie der halt eben gerade steht. Dann liegt die aktuelle Instruktion an. Ja, die hinteren 5 Bit als Adresse, beziehungsweise als Eingang für den Programmzähler. Die vorderen 3 Bit hier für den Befehlsdecoder. Und jetzt soll es ja der Befehl Test sein, also ziehen wir hier die Leitung für Test hoch. Und jetzt sehen wir auch hier, gibt es einen Eingang für das Rechenwerk Test Jump. Das Rechenwerk Test Jump weiß jetzt also, es geht um einen Test. So, im nächsten Zyklus, im nächsten Takt, Entschuldigung, ziehen wir jetzt also hier Takt 2 hoch. Wir lesen also aus dem Datenspeicher, ne, Adresse kommt wieder aus der Instruktion, liegt also hier der aktuelle Operand an. Der aktuelle Operand liegt wieder hier an beiden Rechenwerken an. Dieses Rechenwerk legt hinten irgendeinen Operand raus. Und dieses Rechenwerk, ja, das soll jetzt prüfen, ob dieser aktuelle Operand 0 ist. Ja, ist ja relativ einfach, denn das ist ja im Prinzip jetzt schon aus dem Register ausgelesen. Ich muss jetzt im Prinzip nur noch schauen, ob irgendeine 1 ist, wenn irgendeine 1 ist von den
5-Bit in dem Register, dann ist halt, von den 8-Bit in dem Register, dann ist es halt keine 0. So, je nachdem, von was der da rausbekommt, werden wir das gleich mal sehen. So, jetzt kommt der Takt 3. Wir sehen hier, passiert gar nichts, ja, weil ja hier oben keins von den beiden aktiv ist. Das heißt, hier kann zwar das irgendein Wert anliegen, der wird aber nicht in den Datenspeicher geschrieben. Was wir aber sehen, ist, dass das Rechenwerk TestJump jetzt gesagt bekommt, okay, dein Ergebnis, was du hast, das lege jetzt bitte mal im Ergebnisspeicher ab. Ne? Das heißt, wenn der gleich wieder ausgeht, dann wird es ist es im Ergebnisspeicher abgelegt. Gut, auf den Testbefehl folgt ja bei uns immer der Jump-Befehl. Das heißt, das Rechenwerk wirkt also immer, wenn der Test gerade durchgeführt wurde, hier auf diesen +1-Programmzähler. Und dann kommt, wie gesagt, der Jump-Befehl. Das ist ja der einzige, der hier unter Umständen auf diesen Lese, auf dieses Lese, diesen Leseeingang wirkt. Das schauen wir uns auch jetzt auch mal an. Also, erster Takt, alles wie gehabt. Wir ziehen die Steuerleitung für den Takt 1 hoch. Programmspeicher soll lesen. Hier liegt die Adresse an. Also an der Stelle aus dem Programmspeicher auslesen. Hier bitte anlegen als aktuelle Instruktion. Ja, hinteren 5-Bit liegen am Datenspeicher am Eingang an und am Programmzähler am Eingang liegen die an. Und die vorderen 3-Bit werden an den Befehlsdecoder angelegt. Jetzt haben wir gesagt, das ist der Befehl Jump. Also ziehen wir hier die Steuerleitung mit Jump hoch. Das Rechenwerk Test Jump weiß jetzt also, aha, es soll ein Jump ausgewertet werden. Schauen wir uns also den zweiten Takt an. Ne? Hier, unser Taktgeber, Taktteiler, wird jetzt hier für den zweiten Takt hochgezogen. Das heißt, hier wird jetzt auch tatsächlich gelesen, der Datenspeicher, und dann liegt ja hier eine Adresse an, ja, und dann liegt die auch als aktueller Operand an, und die liegt auch an den Rechenwerken an. Das interessiert die Rechenwerke aber gar nicht, denn der hier hat ja gar keinen Eingang bekommen. So, und der hier, der soll ja sowieso nur Test und Jump ausführen, also in dem Fall halt, ne, der Jump ist an, soll er Jump ausführen. Das heißt, dass da jetzt irgendwas anliegt, das stört ihn gar nicht. Was uns ja eigentlich nur interessiert ist, jetzt im dritten Takt, interessiert uns eigentlich nur noch hier diese Information von den hinteren 5-Bit. Ja? Also jetzt gehen wir mal, schauen wir in den dritten Takt. Der dritte Takt zieht hier seine Steuerleitung hoch. Das Rechenwerk Test Jump wird jetzt in Abhängigkeit von dem Ergebnisspeicher entscheiden, was es tut. Und zwar gibt es zwei Möglichkeiten. Es macht keinen Sprung. Ja, dann wird es die Steuerleitung hier für das +1 hochziehen. Der Programmzähler wird ganz normal +1 gezählt. Ja. In den Datenspeicher wird auch nichts geschrieben, denn hier liegt ja gar kein zweiter Befehl an. Ne? Es liegt also nur hier die an. Wir sind zwar im dritten Takt, aber es soll nicht geschrieben werden. Das heißt also, dass die Rechenwerke hier was rechnen. Das stört uns auch nicht weiter. Das Einzige, was gemacht wird, ist, dass der Programmzähler um einen steigt. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem etwas spannenderen dritten Takt, nämlich dem, in dem hier tatsächlich ein Sprung stattfindet. Ne? Also im Ergebnisspeicher steht dann, er soll springen. Ja, der dritte Takt geht an. Hier liegt also an, es soll was getan werden. Hier liegt an, wir sollen springen. Das heißt, hier wird jetzt der Lesebefehl ausgeführt. Ne? Und am Eingang vom Programmzähler liegen ja jetzt hier die hinteren 5-Bit unserer aktuellen Instruktion an, nämlich im Prinzip die Zieladresse. Ne? Da, wo in der Notation eben TYY stand, sind ja die hinteren 5-Bit hier die Sprungadresse. Das heißt, der Programmzähler wird jetzt auf diesen neuen Wert gesetzt. So, das heißt, im nächsten Schritt, Takt 1, steht jetzt im Programmzähler, ja, da, wo wir hinspringen wollten. Jetzt habe ich jetzt mal als letzten Befehl, ja, der Vollständigkeit halber, den Befehl Halt noch mit aufgeführt. Ja, erster Takt, Taktgeber, wir ziehen den Einser hoch, Programmspeicher liest wieder das, was im Programmzähler steht, legt es als aktuelle Instruktion an, es werden auch wieder die hinteren 5-Bit angelegt, ja, ist ja alles fest verdrahtet, und auch die vorderen 3-Bit werden angelegt, hier an den Befehlsdecoder, es wird der Haltbefehl ausgeführt, und der Haltbefehl ist hier mit dem Steuereingang für Halt an dem Taktgeber verbunden, und er hält dann einfach den Taktgeber an, und dann ist die Maschine aus. Also sie bleibt dann stehen. Ne? In unserem Fall ist es ja eine simulierte digitale Maschine. Ne? In dem Fall hält er einfach den Taktgeber an. Und was jetzt in den Speichern drin steht,
das würde noch erhalten bleiben. Wenn man das Ganze jetzt irgendwie in Silizium ätzen würde, dann würde er ja nicht den Strom abschalten, dann wäre das Ergebnis ja weg, sondern einfach nur die Programmausführung anhalten. So, nach diesem kleinen Überblick über die Funktion dieser kleinen Beispielmaschine, jetzt noch kurz die Zusammenfassung. Also wichtig ist, wenn man so eine Maschine baut, die rechnet, dass die im Prinzip ja hintereinander mehrere Schritte abarbeiten können muss. So, und eine bewährte Schrittfolge ist eben dieser Fetch-Decode-Execute-Zyklus, der im Prinzip immer erstmal sagt, ich hole mir als allererstes mal die nächste Instruktion aus dem Programm. Ne? Wo die liegt, steht in meinem Programmzähler, die hole ich mir jetzt raus. Ob jetzt das ein separater Programmspeicher ist oder ob da Programmspeicher und Datenspeicher in der realen Maschine gemischt sind oder sagen wir mal zumindest auf der gleichen Hardware liegen, das ist ja erstmal für diesen Fetch egal. So, und wenn jetzt dieser Befehl geholt wurde, ne, also wir wissen, dass wir jetzt, was weiß ich, das dritte Register an irgendeine Stelle in den RAM schreiben sollen, dann wird entsprechend das Rechenwerk vorbereitet. Das heißt also, es wird dieser Befehl wird dekodiert, es wird also gesagt, es handelt sich jetzt darum, um das Register 3 meinetwegen, und es soll da und dahin geschrieben werden. So, und jetzt, nachdem wir also wissen, aufgrund der Instruktion, was wir tun wollen, jetzt holen wir uns das Datum aus dem entsprechenden, also aus dem Register oder aus dem Speicherbereich oder von der Eingabe oder sonst woher, je nachdem, was die Maschine sonst noch so für Ein- und Ausgänge hat. Na, standardmäßig hat sie ja eigentlich nur eine Eingabe und dann eben entsprechenden Speicher. Und diesen Befehl nennen wir Read. Ja. So, und wenn ich jetzt also alles da habe an Daten, das kann ja sein, dass der Befehl höherwertig ist, ja, dass er also nicht nur sagt, wir müssen ein Register einlesen, sondern wir müssen gleich 3 oder 5 einlesen. Ja, eher unwahrscheinlich, meistens sind es nur 2. Dann wird halt gerechnet. Dann kommt Execute. Ja. Und das kann jetzt je nach, sagen wir mal, nach Architektur, kann das jetzt auch mehrere Taktzyklen, ne, also physikalische Taktzyklen, wo wirklich da hinten Strom hoch, Strom runter, also Spannung hoch, Spannung runter, geht. Das kann auch mehrere Taktzyklen dauern. Und wenn dann gerechnet wurde, dann ist ja in der Maschine an irgendeiner Stelle, also physikalisch an irgendeiner Stelle, das Ergebnis da. So, und jetzt kommt der letzte Schritt. Jetzt muss das Ergebnis natürlich noch dahin, wo die Instruktion es hinhaben wollte. Ja, also entweder auf die Ausgabe oder auf wieder einen neuen Speicherbereich oder sonst was. Und das nennen wir Write. Und wenn das durch ist, dann geht's vorne wieder los. Deshalb heißt das ganze Zyklus, ne? Und je nachdem, wie alt die Prozessorarchitektur ist, kann das eben unterschiedlich realisiert sein, dass man wirklich sagt, ich hole in jeder Runde einen Befehl, dekodiere einen Befehl und da gibt es einen Execute-Zyklus. Oder es kann eben mehrere Execute-Zyklen geben. Es kann auch diese mehrere parallelisierten Fetches geben mit dieser Pipeline. Ja, wieder mit dem Nachteil, dass wenn wir dann springen, die Pipeline ja kaputt ist, ja, beziehungsweise nicht mehr weiterverwendet werden kann. Gut, dann schauen Sie sich einfach mal die Schaltung für die Registermaschine an. Wie gesagt, ich habe sie ins Netz gestellt und dann sehen wir uns im Plenum, um da vielleicht noch ein paar Aufgaben zu besprechen.